Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Modelhof. Ich bin heute und sonst auch hier drin der Hausherr. Und es freut mich, den Saal einigermaßen gefüllt zu sehen, da die Stühle nebenan sind noch leer. Sind das auch so Angemeldete, die dann No-Shows? No-Shows. Ja. Das Thema der Vereinigung Wir ist ja nicht immer so motivierend. Man muss sich wehren dort, man muss kritisieren dort. Es degeneriert da. Und ich habe mich tatsächlich seit vielen Jahren schon gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum benimmt sich der Staat immer arroganter oder uns gegenüber als Herren und wir sind immer mehr die Sklaven? Und warum bestraft man Leistung zum Beispiel? Also je erfolgreicher man ist, desto mehr muss man sozusagen abliefern. Und ich bin in all diesen Jahren zu einem Ergebnis gekommen. Und dieses Ergebnis möchte ich gerne teilen mit Ihnen. Es hat, das wird Sie nicht überraschen, da ich Ökonom bin, es hat mit Geld zu tun. Gut, Sie lachen, also Sie scheinen da auch eine Ahnung, vielleicht auch eine Theorie zu haben. Ich bin so zurückhaltend und rede auch von einer Theorie, aber ich möchte Sie trotzdem sehr praktisch erläutern. Der Staat ist ja eine Institution, der Geld von, ich sage mal, uns bekommt oder nimmt. Also wenn es hier jetzt auch Beamte hat, dann wird sein Lohn von diesem Geld, von diesem Steuergeld, ja bezahlt. Und keine Angst, ich werde diese Beamten nicht verunglimpfen, aber es wird schon noch etwas kommen. Dieses Geld wird ja nicht von den Bürgern freiwillig gegeben. Und das ist leider vielleicht sogar der größte Mangel. Denn was der Staat ja de facto macht, ist, er bedroht uns mit einer Bestrafung, wenn wir dieses Geld ihm nicht bezahlen. Und das ist eigentlich der Wesenskern der negativen Ladung dieses Geldes. Denn mit dem Geld ist es überhaupt eine spannende Sache. Sie haben sich vielleicht ja auch schon gefragt, warum, wenn einer im Lotto gewinnt, fällt anschließend ins Elend, wenn er viel Geld bekommt als Lottogewinner? Und warum es bei anderen durchaus zu Glück und zu Prosperität führen kann? Das ist doch eine merkwürdige Sache. Es ist doch Geld. Und irgendein römischer Kaiser hat sogar mal gesagt, Geld stinke nicht. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört. Pecunia non olet. Nun, ich habe mich dann gefragt, warum sagt dieser römische Kaiser, dass Geld nicht stinke? Ich bin sozusagen wie etwas aufgewacht. Ich wäre nie darauf gekommen, also als naiver Student sozusagen, dass Geld stinkt. Ich habe daran gerochen und ich fand, ja, es ist nicht so schlimm, es stinkt nicht so schlimm. Also er hat ja recht, aber wieso sagt er das? Also, oder diese Verneinungen sind immer interessant. Zum Beispiel habe ich schon viele Menschen getroffen, die gesagt haben, ach Herr Model, ja, ich weiß, Sie sind erfolgreich. Und übrigens, Sie müssen nicht meinen, ich sei neidisch auf Sie. Und dann, ja, da bin ich auch immer stutzig geworden, weil in einer Begegnung redet man doch nicht von Neid, sondern man freut sich oder man tauscht sich aus. Wieso kommt jetzt dieses Wort? Und genauso kam ich zum Studieren, als ich dieses Zitat las, ach, Geld stinkt nicht, ja Moment, könnte es etwas sein, dass Geld stinkt?
Und ich bin zum Fazit gekommen, Geld kann stinken. Aber es ist dieses Kann dazu. Das heißt, noch einmal, Geld ist eigentlich ein ganz phänomenales Medium für Information. Wenn Sie also zum Beispiel ein gutes Tauschgeschäft gemacht haben, wo der andere glücklich ist darüber und Sie auch, dann dürfen Sie davon ausgehen, dass diese Information im Geld steckt und positiv ist. Das heißt, dieses Geld, mit dem Sie dann wieder etwas Gutes machen, wird etwas Gutes bewirken. Beim Staat ist es leider so, dass diese Geldladung nicht positiv ist. Das heißt, er hat den Menschen das Geld abgezwungen, abgerungen und hat ihn bedroht, falls er nicht bezahlt, kommt er ins Gefängnis. Nun, leider ist das ja die genau gleiche Art und Weise des Vorgehens wie ein Dieb. Wenn ein Dieb in ein Haus eindringt und, es ist übrigens in meiner Familie schon passiert, dieses Unglück, und sie haben eine Pistole am Kopf und es heißt Geld her oder Konsequenz, dann ist das ja genau die gleiche Verhaltensweise. Und der Volksmund sagt doch, das ist doch dann ein Fluch der bösen Tat. Und dieser Dieb, wenn er denn etwas bekommt, weil man sein eigenes Leben retten wollte, wird mit größter Wahrscheinlichkeit nicht glücklich werden mit dem, was er bekommen hat. Und so bin ich eigentlich manchmal sogar in der Situation, dass ich den Staat bedauere, der all dieses negativ geladene Geld einsammelt. Nun kann man sagen, ja, das war doch nicht immer so. Also, warum ist es denn degeneriert? Und ich habe dazu eigentlich nur eine quantitative Erklärung. Wir müssen uns vorstellen, dass der Staat, auch wenn er so klein ist wie die Schweiz, ja, unglaubliche Milliardenbeträge einnimmt. Also, es ist unglaublich viel Geld, was da zusammenkommt. Und es ist, wenn Sie mal das studieren, das kann man heute wirklich mit Google ganz einfach tun. Wie haben sich denn die Staatseinnahmen der Schweiz entwickelt, die letzten 30, 40 Jahre nur? Das ist gewaltig. Also aus den Millionen, also zuerst waren es ein paar Tausend Franken und dann waren es ein paar Millionen und jetzt sind es schon Milliarden. Und es ist nicht so, dass hier die Inflation ganz einfach gewaltet hätte, sondern die Inflation war geringer. Die Staatseinnahmen haben heute eine Größenordnung bekommen. Überall sind Steuern drin. Mehrwertsteuer bei jedem Konsum. Wenn Sie tanken, wenn Sie rauchen, wenn Sie trinken, wenn Sie essen, wenn Sie alles. Es ist immer, und darum kommen ja riesige Mengen daher. Und meine Erklärung ist ganz einfach, diese Akkumulation der Negativität ist so groß geworden, dass es ganz einfach nicht mehr zu bewältigen ist. Auch wenn wir mehr Beamten haben, die das Geld sozusagen vereinnahmen. Denn sie könnten eigentlich diesen Fluch der bösen Tat heilen. Das wäre möglich, nämlich indem Sie sich zum Beispiel beim Bürger bedanken, danke für das Geld, wir werden sparsam damit umgehen, wir werden alles Nötige und Nützliche für Sie bauen, erarbeiten und machen, dass es uns allen besser geht. Genauso könnten wir diesen Fluch wahrscheinlich sogar vollständig heilen. Es gab nämlich Zeiten, wo das möglich war. Aber es scheint nicht mehr zu funktionieren. Und meine Erklärung ist, es ist einfach zu viel. Es ist immer mehr geworden. Und die Drohungen sind immer schärfer geworden. Früher hat man noch, ich weiß nicht, war vielleicht die Strafe gar nicht so groß. Aber jetzt sind sie im Gefängnis.
Und sie werden, sie sind dem Rufmord ausgesetzt und, und. Das heißt, es gäbe als Konsequenz vielleicht zwei Lösungen für die Zukunft. Entweder müssten die Steuern für den Staat freiwillig sein. Und ja, der eine oder andere lacht, aber ich glaube, man würde noch staunen, dass doch ziemlich viel Geld zusammenkommen könnte. Nicht so viel wie jetzt. Aber wissen Sie was? Das ist auch nicht nötig. So viel, diese Abermilliarden sind nicht nötig. Und dieses permanente Wachstum dieser nicht produktiven Stellen, das ist alles nicht nötig. Wir werden heute schikaniert, und ich muss das auch als Unternehmer sagen, es hat zugenommen, wo ich davor stehe, den Gehorsam zu verweigern. Weil das geht gar nicht mehr. Das ist nicht mehr vernünftig. Wenn Sie die Kontrolleure bezahlen müssen und jetzt müssen wir auch noch Leute anstellen, die die Kontrolleure untersuchen müssen. Und das, es ist einfach sinnlos. Und ich möchte aber trotzdem betonen, dass es immer noch, auch heute, Beamte gibt oder Staatsangestellte, die eine gute Arbeit machen. Die gibt es noch. Aber wenn es vor 30 Jahren Tausende waren und es sind heute auch nur Tausende, dann haben die keine Chance mehr gegen diese andere Horde. Die begonnen haben, die Menschen zu verunglimpfen, die ihnen das Geld geben. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin auch so einer, der verunglimpft wird, weil ich weiß nicht was bin, irgendwie ein Kapitalist oder Sie kennen diese Nomenklatura. Also man gibt dem Staat Geld, in meinem Fall sind es schon Millionen gewesen, und sie werden aber auch verunglimpft. Und das sind ganz merkwürdige Äußerungsformen, und ich rechne das dieser Information des Geldes an. Ich würde also empfehlen, als Menschenfreund, nicht beim Staat zu arbeiten, nicht weil es dort nicht sinnvolle Funktionen gäbe, sondern weil man dieser negativen Information ausgesetzt ist, die unglaublich schwer ist, ihr zu widerstehen. Und offenbar sind die meisten Staatsangestellten, so viel wage ich heute zu behaupten, sind dieser Negativität anheimgefallen. Sie benehmen sich arrogant, am Schalter werden sie schlecht behandelt, stellen sich hinten an. Ich habe mal reklamiert, als ich Motorfahrzeugkontrolle, wurde ich aufgeboten, ich muss dann und dann dort sein mit meinem Fahrzeug. Dann war ich um diese Zeit dort. Und übrigens steht dann, wenn Sie 3 Minuten zu spät sind, werden Sie wieder nach Hause geschickt mit einer Buße und Sie werden dann wieder aufgeboten. Jetzt kam ich dorthin und der Experte, es war kein Experte da. Und man hat mich nach Hause geschickt. Natürlich ohne Buße. Für das Amt. Also Sie merken, oder? Das ist alles, das sind diese kleinen Elemente des Machtmissbrauchs. Und dann habe ich richtig denen die Meinung gesagt. So geht das nicht. Und dann hat man mich arrogant behandelt. Ich müsse jetzt in ein Büro und zuerst mich abkühlen. So arrogant. Stellen Sie sich das vor, also wörtlich erlebt, aber Sie haben alle solche Erlebnisse von Staatsangestellten, die sich Ihnen gegenüber arrogant und ich schimpfe nicht mehr darüber, sondern mir tut es leid, wenn man das persönliche Kapital derart verliert und sich so unverschämt und unanständig gegenüber denen sich verhält, von denen man eigentlich seinen Lohn erhält.
Und das ist sehr bedauerlich. Diese Menschen bedauere ich, dass sie sozusagen ihr Kapital, was haben wir Menschen denn alles? Meinen Sie, ich würde mich definieren dadurch, dass ich den Modelhof habe oder dass ich eine Firma habe? Da würden Sie sich gewaltig täuschen, wenn Sie mir das unterstellen würden. Was ich habe, ist genau das, was vor Ihnen steht. Meine Überzeugungen, mein Wissen, meine Erfahrungen. Vielleicht habe ich es geschafft, die eine oder andere Weisheit mir anzusagen. Ich behaupte jetzt, ich würde jetzt eine teilen mit Ihnen. Sie dürfen das aber bewerten. Das ist das wahre Kapital. Alles andere, ja, ist eigentlich, also Sie können es nicht mitnehmen, Sie wissen das. Also wenn ich mich jetzt dadurch definieren würde, wäre ich relativ arm. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn Sie so eine, sagen wir, Ansicht haben von Humankapital und Sie sind einer derartigen Person wie gegenüber, die Sie so zusammenstaucht, weil Sie nicht akzeptieren, wie Sie behandelt werden, aber dass es nicht einmal eine Gegenseitigkeit gibt, weil das ist das, was ich erwarte in einer Begegnung. Gegenseitigkeit, Respekt und Anstand. Und dann funktioniert es übrigens sehr gut. Also ich mache ansonsten sehr gute Erfahrungen. Also halten Sie mich nicht für frustriert, sondern das ist genau so ein Gegenüber, was sein eigenes Kapital am Verlieren ist. Und in so einer Gesellschaft leben wir, dass wir sagen müssen, das Geld, was wir erarbeiten und noch gutes Geld ist, wird dann leider zum schlechten Geld, weil es uns abgepresst worden ist. Und dieses Geld hat dann eine wie permanente Ausstrahlung. Es ist wie Uran, das radioaktiv ist. Sie müssen sich vorstellen, Geld, solch abgepresstes Geld, hat eine permanente Wirkung. Also dieser Fluch der bösen Tat, der ist permanent, 24 Stunden im Tag, 7 Tage die Woche. Und dieser Strahlung sozusagen ist der Staat ausgesetzt. Das kann nicht gut kommen. Jetzt möchte ich aber nicht meine Begrüßung so verzweifelt abschließen, sondern doch eine Konklusion daraus ziehen und sagen, ja, wie kann es denn weitergehen? Es gibt für mich zwei Varianten, vielleicht sogar drei. Die eine ist, ein zukünftiger Staat wird von freiwilligen Zuwendungen leben. Wir haben die Regel heute Abend übrigens auch so. Der Referent und der Verein, wir, wird heute nur das bekommen, was Sie freiwillig geben wollen. Und das ist, glaube ich, die höchste Form, so dass wir diese Ladung des Geldes schön positiv halten können. Wir gehen davon aus, dass Sie das Geld alles ehrlich erworben haben. Jetzt stellt man sich vor, ja, das ist die positive Grundannahme, das Geld, was Sie tragen, hat keine negative Ladung. Wenn Sie jetzt freiwillig etwas von dem und sagen, oh, heute habe ich so viel bekommen und man hat nicht vorher etwas gewollt, sondern hat, ich kann dann nachher sogar den Preis selber bestimmen, dann darf ich etwas sagen, dieses Geld hat eine positive Ladung und wird für den Christian Oesch und den Verein Wir eine gute Wirkung haben. Und dann sind 1000 Franken, solche 1000 Franken mehr wert als Millionen, die anders geladen sind. Darum, das ist auch der Connect zu dieser Kollekte, zu der ich Sie einlade, aber alles freiwillig. Sie beurteilen, wie viel war das wert, was ich hier bekommen habe. Und die zweite Variante wäre, wir hätten beim Staat nur solche Menschen, die sich so anständig benehmen würden und sagen würde, danke für den Steuerfranken.
Wir werden sparsam damit umgehen. Sie sehen, wie die Millionen aus dem Fenster geschmissen werden. Man kann es anders nicht mehr sagen. Wir müssen ja umso sparsamer sein, übrigens, das ist die positive Sache an dieser ganzen schlimmen Sache. Wir müssen ja sparsam sein, weil wir müssen ja so viel weggeben. Und das ist eine Tugend, Sparsamkeit. Lassen Sie sich nie kontaminieren von diesem Staat, der die Millionen aus dem Fenster hinauswirft. Aber jetzt stellen Sie sich vor, wir hätten solche Beamten oder solche Staatsdiener, die sich bedanken würden, die sparsam wären und sich ganz gute Sachen ausdenken würden, wie sozusagen der Wert zurückkommt an seine Bürger. In so einem Staat würde ich auch leben wollen. Das wäre also die zweite Variante. Und vielleicht gibt es noch einen wenig spektakulären dritten Weg. Wir müssten ganz einfach aus meiner quantitativen These heraus diese Steuerlast reduzieren, sodass die armen Beamten nicht mehr mit so viel Negativität sozusagen konfrontiert sind, sondern dass es wieder maßvoll wird, dass wir zum alten Zehnten zurückkehren. Und was wir dann diesen Staat reduzieren könnten, der sich dann nicht in Covid-Themen solche Sachen einfallen lässt, um zu sagen, ja, mach zu und ihr bekommt einfach das Geld dafür, sondern dass man dem Bürger dann etwas zutraut und sagt, macht so, wie ihr es für richtig hält. Denn ihr seid genauso gut und gescheit und klug wie ich als, ich sage, Bundesrat oder Beamter. Nun, er ist eben anmaßend, er hält uns für dumm, für Kinder. Wir wissen nicht, wie wir uns ernähren sollen und wie er macht jetzt auch das. Er muss seine Erpressung rechtfertigen, dass wir unmündig sind. Und das sind weitere Degenerationsformen von diesem Abpressen des Geldes. Er muss es sich vor sich selber rechtfertigen können. Meine Damen und Herren, ich möchte nicht in dieser Situation sein, um diese Rechtfertigungsleistung jeden Tag erbringen zu müssen. Denn dann müsste ich tatsächlich den herabmindern, dem ich dieses Geld abgepresst habe. Das ist eigentlich eine ganz logische Konsequenz. Und mir ist das so über die Jahre im Studium klar geworden, warum auch ich, der ich sozusagen schon Millionen geleistet habe, erniedrigt werden muss. Das liegt daran, an diesem Fluch der bösen Tat. Der Staat muss es sich vor sich selbst rechtfertigen, muss sich als überlegen empfinden, sodass er mir dann Vorschriften machen kann, wie ich überhaupt mein Leben zu gestalten habe. Und meine Damen und Herren, dazu bin ich nicht bereit. Ich habe das Bewusstsein, frei geboren zu sein und mein Leben so zu gestalten, wie ich es für richtig halte. Und ich hoffe, dass Sie auch dieses gute Gefühl in sich tragen, denn das ist ein gutes Gefühl. Das macht Freude. Ich bin frei, ich traue mir etwas zu und so macht das Leben Freude. Und ich lasse es nicht zu, dass ich bedroht werde mit Gefängnis und dass ich zum Dank dafür Vorschriften bekomme, jeden Tag mehr. Ich werde das nicht mitmachen. Ich werde weiterhin sozusagen ungehorsam sein und ich glaube auch, ich möchte das nicht vorwegnehmen, was wir jetzt noch hören, aber ich glaube, das wird eines der wenigen konkreten Tipps sein, die ich geben kann jetzt in der Begrüßung. Wir müssen jetzt konkret damit rechnen, den Ungehorsam zu üben. Also.
Christian Hösch, was haben Sie hier für ein Publikum angezogen? Also wirklich, ich bin entsetzt. Ah, das war unser Edi. Also, ich freue mich jetzt sehr, das Wort dem Christian Hösch zu übergeben. Er hat ein neues Format vor und wir werden relativ geballte Informationen bekommen. Darum gibt es dann auch eine Pause. Heute ist Ihre Ausdauer gefragt. Aber vielen Dank für diesen Applaus. Ich glaube, Sie werden noch Freude haben an dem, was Sie hören. Bitte jetzt diesen Applaus für Christian Hösch.